Nach der verkorksten Hinrunde in der Bundesliga trifft der FC Augsburg im letzten Spiel des Jahres im DFB-Pokal auf den FC Bayern München. In der SGL Arena geht es um den Einzug ins Viertelfinale. In der Liga siegten die Bayern vor rund anderthalb Wochen mit 2:0 in Augsburg. Coach Weinzierl will seine Mannschaft kämpfen sehen. Ich habe es in der eigenen Hand, Bayern München einen Fight zu liefern. Und das erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir alles geben. Das haben wir immer getan, dass die Mannschaft zusammensteht, dass sie, wie in der Bundesliga auch, Bayern München in dem Spiel das Leben schwer macht. Wir haben es in der Bundesliga geschafft, über 45 Minuten sehr, sehr gut gegen Bayern zu arbeiten. Bayern München hat einen Elfmeter gebraucht, um in Führung zu gehen. Und ähnlich taktisch werden wir morgen fungieren. Gegen den Rekordmeister aus München ist der FCA der krasse Außenseiter. Für Manager Jürgen Rollmann die Chance für ein Signal in Richtung Rückrunde. Wir haben in den letzten Wochen einigen Frust gehabt über Ergebnisse. Und wir gehen jetzt in eine vierwöchige Pause bis zum ersten Spiel. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, hier auch nochmal für die Mannschaft zu zeigen, hallo, wir können mithalten, ja, und wir können vielleicht die Sensation schaffen. Und vielleicht gibt dieses Spiel auch nochmal Hoffnung und Auftrieb für die Rückrunde. Gegen die Bayern ist der Einsatz von Kevin Vogt unsicher. Er leidet unter muskulären Problemen. Und auch im Tor deutet sich ein verletzungsbedingter Wechsel an. Mohamed Amsif zog sich im Spiel gegen Fürth eine Verhärtung in der Gesäßmuskulatur zu. Ihn würde Neuzugang Alexander Manninger vertreten. Natürlich hat er jetzt die letzten Monate keine Punktspiele gemacht, aber er ist so erfahren. Er ist ehemaliger österreichischer Nationalspieler, er war bei Arsenal, er war bei Juventus. Also er hat wirklich sehr große Erfahrung und da bin ich ganz ruhig, da habe ich hundertprozentiges Vertrauen. Eins ist klar, egal ob Amsif oder Manninger im Tor steht, gegen die Bayern wird es für den Torwart viel zu tun geben.